Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 6 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, in der gestrigen Forza Motorsport 6 Folge habe ich ja die TWIF-Wünsche bzw. das TWIF-Format eröffnet hier auch in Forza Motorsport 6. Habe ein bisschen was erklärt, ein bisschen viel Theorie auch, ja, tut mir ein bisschen leid, aber ich wollte es einfach so ein bisschen alles schon mal sagen. Und zwar eben, dass diese TWIF-Wünsche auch so ein bisschen gegeneinander antreten werden. Das ist halt eben hier, nicht nur einfach ich fahre die Wünsche, sondern da gibt es so einen kleinen Wettbewerb einfach zwischen den Wünschen. Heute mache ich gleich den nächsten Wunsch. Eigentlich wollte ich erst mit der Karriere nochmal ein bisschen weitermachen, aber ich dachte, komm, dass sich die Liste vielleicht mal ein bisschen füllt und dass ihr auch mal was anderes seht, machen wir gleich weiter. Und zwar der nächste Wunsch in der Liste ist nämlich diesmal von ForzaFan02 und er hat sich gewünscht, dass wir den Ferrari LaFerrari, den wir jetzt hier gerade auch sehen, als Rennwagen aufbauen, ja, also nicht noch performanter tunen, der ist eh schon performant, also da wüsste ich gar nicht groß, was ich ändern soll, aber ihn jetzt tatsächlich als Rennwagen aufbauen. In der gestrigen Folge habe ich ja schon gesagt, dass ich eigentlich jetzt in diesen Wünschen mehr oder weniger die Tunings offscreen aufbaue und dann halt quasi, dass ich halt mehr Zeit habe und so weiter. Ja, das habe ich jetzt heute ausnahmsweise gleich wieder verworfen, was ich gestern gesagt habe. Nämlich, ja, ich wollte euch einfach mal den Unterschied auch zeigen zwischen einem Performance-Aufbau, den wir gestern mit dem TVR Sagaris gemacht haben, oder TVR Sagaris, tut mir leid, und eben einem Rennwagenaufbau. Und ich meine jetzt ein Ferrari LaFerrari, was ein Hypercar ist, ein Hybrid-Hypercar. Als Rennwagen aufzubauen. Das heißt eigentlich nichts anderes, wenn man jetzt in der Geschichte zurückgeht. Wann gab es schon mal Hypercars, ja? Diese ersten Hypercars und so weiter und so fort. Und da erinnere ich mich natürlich an Maserati MC12 zum Beispiel. Der ja eigentlich nur, den es eigentlich nur gab, damit in der damaligen GT1 sie an den Start gehen durften. Und im Prinzip wäre es auch so. Würde man jetzt einen LaFerrari oder von mir aus ein McLaren P1, ja, von denen gibt es ja die aufgepimpten Versionen, der FXXK zum Beispiel vom LaFerrari oder eben vom McLaren P1, der GTR. Aber würde man die halt quasi wirklich als Rennwagen rausbringen für irgendeine Serie, dann müsste man quasi die GT1 von damals als Vorbild nehmen. Also muss so ein Auto tatsächlich so in die GT1-Schiene wieder reinbringen. Und ja, versuchen wir mal LaFerrari, ja, quasi so GT1 technisch aufzubauen. Wir haben leider kein Referenzmodell der damaligen Zeit. Wir haben zwar ein GT1 Fahrzeug drin, das sagt jetzt auch der eine oder andere, hey, wir haben so ein GT1 Fahrzeug. Das zeige ich euch auch mal kurz. Und zwar bin ich jetzt blöd? Da ist er. Und zwar eben der Aston Martin Racing DBR9. Allerdings, das war die jüngere GT1. Die waren da nicht so die GT1, die ich meine. Ich meine die alte GT1. Da, wo zum Beispiel eben der Maserati mit dabei war, wo der McLaren F1 GTR mit dabei war, wo zum Beispiel der Porsche 911 GT1 mit dabei war, ja, die meine ich, und nicht die hier, also ich meine schon wirklich diese Hyper-Supersport fick mich zu Tode Rennauto, die ganz alte GT1, die ich persönlich so geil finde und ich einfach schade finde, dass wir leider kein einziges Rennwagen von diesem drin haben. Wir haben halt die Serienversion davon, aber nicht die Originalen. Egal, ich versuche jetzt einfach mal einen modernen GT1-Wagen zu erschaffen für den ForzaFan02, der sagt, hey, bau mir einen LaFerrari zum Rennwagen um. Ja, jetzt zum Unterschied zum Rennwagen-Tuning im Vergleich zum Performance-Tuning. Wir gehen erstmal auf die Teststrecke, würde ich sagen. Wir gucken erstmal, wie fährt sich das Auto serienmäßig. Und ich weiß schon, das Auto fährt sich einfach nur göttlich. Der LaFerrari ist einfach so ein hammergeiles Auto. Das Ding hat über 900 PS, ja, dank Hybridantrieb. Und, hat eine Aerodynamik verbaut, die ja quasi, das ist ja das Geile bei den neuen Ferrari-Modellen, die verbauen ja so interne Windkanäle, ja, und die dann mit Flaps und so weiter fungieren. Ich zeige das auch mal kurz, wir gehen mal in die Außensicht. Da hinten sind so Flaps, die im Normalfall, warte mal, ich muss ein bisschen Gas geben. Guckt, seht ihr, die erhöhen sich jetzt hier. Wenn ich bremse, müssen die sich jetzt wieder senken und so. Das sind alles so Sachen und das sind alles interne Windkanäle, die dann da so fungieren. Da vorne sind auch welche, die, glaube ich, sich öffnen und schließen. Das sieht man nur hier leider nicht. Also es ist wirklich ein aerodynamisches Wunder und es sieht optisch auch noch richtig, richtig pornogeil aus. Also ich muss echt sagen, ich liebe dieses Fahrzeug. So, aber jetzt gucken wir mal, wie wir hier mit dem serienmäßigen LaFerrari, wie schon gesagt, der Bombe ist.
Aber der, die Bremsen beißen halt. Wie der sich so fährt. Und wie gesagt, das jetzt als Rennwagen umzubauen, das wird echt eine Herausforderung sein. Ich meine, Rennwagen mit über 900 PS, das ist wirklich... Wenn es eine moderne GT1 geben würde, dann ja, wäre das genau das. Boah, das wäre so geil, eine moderne GT1, ey. Ich liebe ja die GT3, ich liebe die GT2 bzw. GTE-GTLM. Aber so eine moderne GT1, so eine, also wirklich so wie damals, die richtig alte GT1, boah, das wäre geil. Da würden wir echt so Fahrzeuge wie LaFerrari, McLaren P1, Porsche 918 Spyder und so weiter, ja, die wären da dann vertreten. Und ich denke, viele andere Hersteller würden auch mit neue Hypercars bringen, nur damit sie da in dieser GT1 mit dabei wären. Ja, das war eine geile Motorsportzeit. Das war richtig geil, auf jeden Fall. Ja, und was gibt's zu sagen zu dem Fahrzeug? Das Fahrzeug fährt sich halt einfach serienmäßig, boah, schon so Bombe. Also man muss halt echt denken, man bewegt hier 900 PS, ja. Und das Ding fährt sich halt einfach wie ein Gott, wie eine italienische Göttin. Der LaFerrari. Geiles Fahrzeug auf jeden Fall. Ja, fährt sich auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ja, ich würde sagen, gehen wir halt in den Tuning-Shop und fangen mal an, den eh schon extrem kranken LaFerrari als Rennwagen umzubauen. Natürlich, Rennwagen heißt für mich schon mal gleich, da gibt es ein paar Pflichteinbauteile. Es ist so, es gibt natürlich Rennwagen, die zum Beispiel keine Heckflügel oder sowas verbaut haben. Ja, das ist klar. Also wenn wir jetzt hier zur Aerodynamik gehen, zum Beispiel GT4-Fahrzeuge, mittlerweile haben sie es, früher hatten sie es aber zum größten Teil auch nicht. Also die hatten nur so kleinere Flügel oder sowas. Und wie gesagt, der LaFerrari hat ja schon ein sehr gutes Aerodynamikpaket. Allerdings, wir möchten jetzt bei dieser krassen Stufe kommen wir nicht dran vorbei. Ich weiß, es sieht scheiße aus. Okay, hier geht's sogar noch. Aber ja, das wird gleich richtig scheiße aussehen, der Heckflügel. Aber wir kommen halt nicht drum rum. Wir müssen halt, wenn wir quasi, wir müssen einfach mehr Anpressdruck erzeugen können. Einfach, um entsprechend Rennwagen technisch aufbauen zu können. Das müsst ihr einfach schon mal verstehen. Es wird Rennwagenaufbauten geben, bin ich mir sicher, hier im Twill-Format, wo wir eben keine Flügel verbauen müssen. Aber bei der Stufe wird es so sein. So, ich guck mal, was wir machen können. Wir können den Antrieb wechseln auf ein Allrad. Ja, vom Reglement, denke ich mal, wird das aber nicht zulässig sein. So, ja, was machen wir natürlich? Wir müssen natürlich Rennreifenmischung draufbauen. Wir brauchen Rennreifen, das ist klar. Ein Rennwagen ohne Rennreifen wäre ein bisschen fehl am Platz. Deswegen auch, da kommen richtig breite Dinger drauf. Hier 365er, das sind ordentliche Walzen. Ihr seht schon, wir kommen hier in die P-Kategorie, was aber eigentlich auch passt. Man muss ja sagen, die Prototypen, ja, die sind ja auch hier in der P-Kategorie, in der hohen P-Kategorie angesiedelt. Und wird es eine moderne GT1 geben, die wären eigentlich vom Leistungsniveau sehr, sehr nah, würde ich behaupten, an den Prototypen dran, nur halt mit ein bisschen weniger Aerodynamik, ja. Also von dem her passt es schon, dass wir vom Li her jetzt schon auf jeden Fall in die Region kommen. So, gucken wir mal nach Felgen, die da irgendwie hinpassen, die auch leichter sind. Das wird nämlich die Herausforderung sein. Ich glaube, es gibt nicht, doch, da gibt es sogar leichtere Felgen. Also wir müssen gucken, jetzt müssen wir wirklich, wenn wir hier so ein Auto performanter hinkriegen wollen, dann müssen wir wirklich gucken, dass wir hier Felgen haben, die ja wirklich ja, passen. Vor allem auch ein bisschen, ja, wie Motorsport aussehen. Ich gehe jetzt mal ganz nach drüben. Wie, nee. Die würden eigentlich so zum Rennwagen passen. Also die Farbe jetzt nicht, aber die ändern wir eh noch. Wir suchen eh noch ein anderes Design. Nee. Die hätten was. Die nicht, die sind eh zu schwer. Die könnte man sich auch überlegen. Die auch. Da heißen ja auch Pro Race 1. Ich glaube, die nehme ich jetzt auch, ja. Oder auch vielleicht nicht. Ah, schwierig. Doch, ich nehme die jetzt. Scheiß drauf.
So, Fahrpass mal dran. Felgen lassen wir natürlich klein, ja. Wir gehen jetzt hier nicht nach Optik, sondern das muss jetzt hier ein bisschen performander sein. So, wir brauchen natürlich Getriebe, logisch. Renngetriebe muss rein. Wir können jetzt natürlich nicht viel reinbauen, das ist klar. An der Leistung können wir, glaube ich, gar nichts schrauben. Genau, an der Leistung können wir gar nichts ändern, aber da würde ich auch nichts ändern. Natürlich, überall Käfig kommt auch rein. Wir können eh wenig einbauen, ja. Und Gewicht natürlich alles raus, was nicht rein muss. Ja, und bauen das rein. Mehr können wir auch gar nicht reinbauen. Also im Prinzip ist das mehr oder weniger ein Maximalaufbau, weil mehr können wir eigentlich nicht machen. Doch, wir können ein Allrad noch reinmachen, aber im Prinzip ist es mehr können wir einfach nicht reinmachen. 7,2 Handling haben wir jetzt. Ja, klingt erstmal nicht schlecht, aber ich glaube 7, also würde es eine moderne GT1 geben, dann würde das Handling, glaube ich, schon eher in die Richtung 8,0 gehen müssen. Und zum Vergleich, wir haben jetzt ein Handling von 7,2, ja. Wir gucken ganz kurz mal, was die Rennwagen hier tatsächlich so haben. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf Auto finden. Und da gehen wir jetzt einfach mal eben auf den Aston Martin, der die modernere GT1 war, also nicht ganz so krass. Und der hat 7,2. Das heißt, da sind wir ungefähr auf einem Niveau. Passt, aber der ist ja auch in einer ganz anderen Kategorie, wenn man das mal mit der Leistung vergleicht und so. Aber okay. Gucken wir mal, was so ein GT3-Wagen hat an Handling. 7,0. Ja, also guck mal, selbst ein GT3-Wagen hat 7,0. Wobei hier so ein moderner Prototyp 8,7 hat. Also ich denke mal so 7,8 bis 8,0, ne, eher 8,0 würde ich sagen, sollte ein modernes GT1-Fahrzeug schon haben. Ja, haben wir aber, wie ihr schon, jetzt ich zeige es euch nochmal, haben wir aber hier nicht. Wir haben 7,2. Uns fehlen auf jeden Fall 0,6 bis 0,8 an Handling. Können wir aber leider nicht dran ändern, weil uns Forza einfach nicht so viel Möglichkeit gibt, das zu verbessern. Deswegen werden wir aber auch, wenn wir das Auto jetzt tunen, entsprechend auch in der Aerodynamik alles, was geht, in die Aerodynamik setzen. Und ihr merkt schon, da müssen wir ordentlich was runterdrücken. Aber das ist auch okay. So moderne Rennwagen, die drücken auch ordentlich was runter. Und dann haben wir 170 Kilo, 266. Ist okay. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, jetzt ist alles anpassen. Das wird jetzt das Interessante sein. Der darf ein bisschen niedriger liegen hier. Das darf hier... Rennwagen liegt tief, ja, liegt richtig tief. So, lassen wir das mal so. Das lasse ich erstmal als eingestellt. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, wie sie es eingestellt haben, standardmäßig. Werde ich aber gleich mal gucken, wie es sich fährt. So, übernehmen wir mal. Was wir jetzt aber auch noch machen, wir haben jetzt einen Rennwagen, ja. Das heißt, wir brauchen eine Rennoptik. Ich hoffe mal, die Community hat was Geiles hier schon gemacht. So ein geiles Ferrari-Design wäre schon cool. Gucken wir mal, ob es da schon was Cooles gibt. Okay, das ist das Design vom FXXK, glaube ich. Der hat nämlich das Design hier. Auf jeden Fall cool. Aber ich will schon einen richtigen Rennwagen. So mit Sponsoren und allem drum und dran. Aber es soll auch geil aussehen, ja. Also nicht irgend so ein Scheiß. Martini-mäßig. Geile Idee auf jeden Fall, aber... Design-Option. Suchen wir mal nach Rennen. Gucken wir einfach mal. Weil unter Rennen speichert halt jeder honkt irgendwas ab. Das ist meistens das Problem. Geil. Nee. Ja, nee. Oh, Leute. Macht was Cooles. Ich suche jetzt einmal gleich nach Scuderia Ferrari oder sowas. Finden wir bestimmt was. Nee. Nee, Leute. Mach mal einen richtigen Rennwagen hier draus. Die Idee kommt doch bestimmt irgendjemand. Nee, nee. Nö, 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 nö. Was Leute für Designs reinstellen, ne? Da muss man sich echt an den Kopf langen. Einfach eine Farbe und sie stellen es ein. Was ist denn daran jetzt so super, ja? Verstehe ich überhaupt nicht. Ja, hätte was, ja, aber nee. So, pass mal auf, wir machen das anders. Wir suchen mal Beschreibung nach Scuderia. Scuderia. Suchen. Und wir finden... irgendwas. Okay. Ja. Ja.
Ja, hat auch was. Hat auch was. Mein Hund sagt auch ja. Vielleicht hört er das. Nee. Gehen wir mal weiter. Ich guck's mal einfach durch. Okay. Okay. Der hätte was. Der hätte echt was. Der gefällt mir richtig gut. Auch wenn da friesenfett irgend so ein französischer Name auf der Seite angepappt ist. Aber es hätte was. Muss ich sagen. Aber gehen wir mal weiter. Der hätte halt auch was. Das ist halt nach dem Formel 1 Design nachempfunden. Also der gefällt mir relativ gut. Der hätte auch was, ja. Und ganz vorne waren eigentlich auch, also der fände ich auch nicht schlecht, ist so ein bisschen schlichter gemacht, mit schwarzen Elementen finde ich auch nicht schlecht. Der hat auch was, definitiv. Also entweder der, mit der Nummer 1, Numero Uno. Ich kann mich nicht entscheiden, die sind echt cool, also es sind echt paar coole dabei. Das ist halt so geklaut. Nee, ich glaube, ich nehm tatsächlich das ganz vorne. Ich finde das cool irgendwie. Das hat so vorne so schwarz-rot und dann wird es hinten weiß-rot und so. Ich guck's mal. Guck mal auch mal, wie es von hinten aussieht. Wobei hinten ja eh nicht viel Designfläche ist. Also übernehme das direkt. Egal. Gehen wir in Forza Vista-Modus. Gucken wir es da mal an. Und dann gehen wir auf jeden Fall auf die Strecke. Müssen wir das Ganze noch einstellen. Wie gesagt, das werde ich dann in Zukunft nicht mehr so machen. Also sogar mit Carbon, es ist gar nicht richtig schwarz. Halt, ich will hier einen Forza Vista-Modus. So, ja, hat auch was. Guck mal, hier können wir so aufmachen noch, weil wir am Motor nichts geändert haben. Die Lichter an, boom, Alter. Guck mal, M. Schumacher sogar steht drauf. Ah, geil. Das M. Schumacher-Modell hier. Hinten sogar aufmachen hier, Motor angucken. Ja, warum nicht? Also mir gefällt das Design, muss ich sagen. Warum nicht? So, und dann gehen wir mal in unseren Rennwagen hier mit Überrollbügel verbaut. Ja, warum nicht? Würde ich sagen. Also optisch könnten wir es schon mal als Rennwagen verkaufen, würde ich sagen, oder? Könnten wir es so. Natürlich müssten da noch ein bisschen mehr Aerodynamikpaket dran, das Ding noch breiter machen, um es als modernen GT1 verkaufen zu können, aber. Ihr wisst schon, ein bisschen Fantasie muss halt noch dazu und dann passt es schon. So, wir wollen jetzt auch auf die Teststrecke und da gehen wir nochmal auf Catalunya und dann machen wir das mal. So, ich werde jetzt auch nochmal, ich kündige es jetzt auch nochmal an. Wie gesagt, ich mache das in Zukunft jetzt nicht mehr, dass ich dann in der Folge die Dinge aufbaue. Vielleicht ab und zu mal, aber ansonsten werde ich die immer im Vorfeld selber schon mal aufbauen, werden dann auch mal Rennen fahren, ja, mit den Autos. Wir werden auch, wie gesagt, mal mehrere Autos in der Folge haben, mehrere Wünsche auf einmal abarbeiten, die Track- und die Drift-Autos sowieso. Ist jetzt einfach nochmal, ich wollte einfach euch nochmal zeigen, wie so ein Rennwagenaufbau auch aussehen kann, auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal. Ja, gucken wir mal, wie sich das Ganze fährt. Die Tuning-Einstellungen sahen eigentlich ganz gut aus. Mal gucken, kann sein, dass wir groß gar nichts umstellen müssen. Und das Ding zieht halt natürlich an wie ein Irrer. Ah, das Ding ist schon echt eine Granate, ey. Leck mich am Arsch. Lego Mio. Ups, das war nicht so cool. Ah, es geht schon böse ab, das Fahrzeug. Das geht schon böse ab. Ja, ich bin sprachlos. Macht Spaß. Wenn ich mir jetzt das Ganze vorstelle, jetzt mit 8-0er-Handling oder so. Ja, das sind so eine richtige Bombe.
So, passt mal auf, ich möchte gerne noch, ups, da müssen wir rüber, ich möchte gerne noch, der hat schon viel, aber ich würde hier gern ein bisschen mehr geben. Und hier auch ein bisschen mehr. So, sonst, das passt eigentlich alles ganz gut. Relativ weich gesetzt. Hier würde ich gerne ein bisschen ist gut, ein bisschen mehr machen. Einfach mal nur zum Ausprobieren. Hier das eher so setzen. Teste auch ein bisschen so. Dann lassen wir das mal. Ja, probieren wir es einfach mal aus. Wie sich es anfühlt halt. Das ist auch so eine Sache, ja. Gänge sind auch eigentlich super gesetzt. Sechster Gang. Wir haben dann nochmal einen siebten Gang für die 300 km/h. Lala. Ja, ist interessant zu fahren, definitiv. Macht Spaß. Ist halt wirklich ein Hypercar auf Renntrim, kann man schon so sagen. Man merkt halt deutlich ein bisschen mehr aerodynamischen Grip noch. Wäre gar nicht so verkehrt. Aber kann man die leider nicht einbauen. Ja, wir haben da definitiv unseren Spaß mit. So, jetzt gucke ich gerade mal auf die Zeit. Ich würde sagen, komm, wir fahren jetzt mal noch ein Rennen. Gucken wir mal einmal, wie das Fahrzeug im Vergleich zu anderen Fahrzeugen sich so schlägt. Dazu werde ich jetzt einfach mal schnell ein schnelles Rennen machen. Machen wir mal einfach zwei Rundenrennen auf, keine Ahnung, Hockenheim oder sowas. Und gucken wir mal einfach, wie sich das so fährt. Jetzt muss ich kurz alles einstellen. Wir fangen an bei den Five. Müsste eigentlich alles passen. Wunderbar, Tuning Hammer gerade erstellt, Strecke, da gehen wir auf den Hockenheimring, habe ich gesagt, Auto Hammer gewählt, Spieloptionen, wir fahren auf Pro, ein Runden 2, Kollision immer ein, Autoklasse beliebig, Antriebstyp beliebig, nee, Antriebstyp. Ne, wenn, dann will ich wissen, wenn, dann Heckantrieb, Reglement, ja. Und nehmen wir an. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, wie das Auto hier so im Verhältnis sich schlägt. Und natürlich am Schluss, selbstverständlich, wie in der letzten, beziehungsweise in der gestrigen Folge schon gezeigt, geht es natürlich noch auf den Top Gear Test Track. Gucken wir mal, wie das Fahrzeug so abschneidet. Das wird natürlich das erste Fahrzeug sein, was in der Rennwagen-Kategorie auf der P-Klasse eine Zeit setzen wird. Da freue ich mich dann schon auf die ersten richtigen Vergleiche. Aktuell haben wir jetzt ein Performance-Fahrzeug in der S-Kategorie schon drinstehen. Die natürlich nicht konkurrieren, ist klar. Eins ist Performance, eins ist Rennwagen. Aber ich habe schon gesehen, wir werden relativ früh ein sehr, sehr interessantes Duell sehen, auch gerade in den Zeiten dann auf dem Top Gear Test Track. Da freue ich mich auf jeden Fall schon richtig drauf. Und jetzt fahren wir aber erstmal das Rennen. Zwei Runden, das ist eine schöne Anzahl, eine kurze Anzahl mit unserem hier LaFerrari Rennwagen getrimmten Fahrzeug hier. So, gucken wir kurz auf die Startstellung. Interessant ja auch, was er so mitfährt. Wir sind tatsächlich die Einzigen, die auf der P-Kategorie unterwegs sind. Drehen aber ja gegen alten GT1 an. Den Aston Martin zum Beispiel gegen normalen P1, serienmäßig, so wie es aussieht. Ja, gucken wir mal, wie. Aber GT3-Fahrzeuge, GTE-Fahrzeuge sind auch drin. Also im Normalfall sollten wir ohne größere Probleme allen davonfahren. So, das ist das. Da haben wir alles, da lasse ich auch alles. Und ich würde sagen, wir starten einfach das Rennen. Dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier gleich aussehen wird. Wir dürfen auch ganz vorne starten. Das heißt, wir haben jetzt kein großes Duell, aber ja, noch haben wir es nicht gewonnen. Boah, Alter.
Machen wir innen mal ein bisschen Platz. Boah, die Curbs sind heftig. So, der Radical macht natürlich Druck in den Kurven. Aber ja, hier auf der Gerade sollte dann die Power hier jetzt LaFerrari ziehen. So, gucken wir mal, bremsen wir mal hier ab. Boah, ja. Hätten wir sogar ein Tickchen früher bremsen müssen. Ja, bös, geiles Fahrzeug auf jeden Fall. Die Gänge. So viel Gänge schalten muss bei einem Fahrzeug. Aber gut. Will mich nicht beschweren. Oh lala. Ja, führen das Ganze, würde ich sagen, schon mal gar nicht so schlecht an vom Abstand her. Sind dem dann ganz schön überlegen. Hätte es jetzt interessant gefunden, wenn tatsächlich auch ein paar Prototypen mitgefahren hätten, dann hätten wir da echt einen schönen Vergleich gehabt. Aber ich bin trotzdem aufs Endergebnis gespannt, wie die da so ins Ziel kommen werden. Sieht ja auch schon der Zweitplatzierte. Hat auch schon einen schönen Abstand vor dem Drittplatzierten. So, hier eng um die Haarnadel. Ein bisschen zu eng. Ja, Tuning gebe ich natürlich wieder frei. Habe ich ja schon angekündigt. Die TÜV-Fahrzeuge werde ich freigeben. Könnt ihr sie selber ein bisschen testen, auch selber fahren. Selbstverständlich. So, letzte Kurve. Mit unserem Renn-LaFerrari. 1,93,764. Okay. Und dann gucken wir mal jetzt auf das Ergebnis. Interessiert mich jetzt einfach mal, wie die so abgeschnitten haben. So, steigen auch bei Ferrari auf. Ja, Aufzeichnung, die speichern wir doch mal gerne ab. Dass ihr auch da eine Replay-Cam dafür habt. Und dann gucken wir noch mal hier Rennergebnis. Ja, und der Radical hat tatsächlich hier den zweiten Platz belegt. P1 tatsächlich auf Platz 3. Und ja, ist mehr oder weniger so, wie es auch gestartet ist. Dass natürlich die GT3, GT2 Fahrzeuge da hinten mitfahren, ist klar, da fehlt ihnen einfach auch die Power. Ja, irgendwo auch logisch. Wobei sich da doch ein paar auch gut nach vorne gekämpft haben. Der Aston Martin, klar, von den moderneren GT1, also die von den alten, modernen, wie auch immer man das sagen soll. Es gibt halt die GT1 vor 99 und es gibt die GT1 nach 99. Bis, glaube ich, 2008, 2009 sind sie gefahren. Und er gehört halt eben zu denen, so ab 2000 rum halt, der DBR9. So, ja, das war's jetzt eigentlich zu dem. Jetzt kommen wir eigentlich zum Pflichtteil des TÜV-Formates hier in Forza Motorsport 6, nämlich der große Vergleichstest, der natürlich jetzt noch nicht so einen tiefen Eindruck macht, weil
ja, ihr wisst schon warum, der noch nicht so wirklich wirkungsvoll ist, weil wir einfach noch nicht so viel getestet haben. Aber nach und nach wird sich die Liste füllen und da freue ich mich einfach schon richtig drauf. Es wird richtig interessant sein, wo welches Auto denn am Ende landen wird. So, dann machen wir jetzt. Testfahren gehen wir einfach und zwar auf dem Top Gear Test Track. Ihr kennt das Ganze schon, wie gestern in der Folge schon. Diesmal jetzt, wie gesagt, mit dem Rennwagenaufbau des LaFerrari. Und der wird natürlich auch noch seine Konkurrenz bekommen. Vielleicht kommt ja mal jemand und wünscht sich einen McLaren P1 Rennwagenaufbau. Wäre ein interessantes Duell. Gucken, welches dann da irgendwie besser dasteht am Ende. So, Top Gear, Teststrecke, Schammstrecke. Ich versuche jetzt natürlich, das relativ gut hinzukriegen. Und zwar, gut vom Start wegzukommen hier und auch keine Fehler zu machen. Die erste Kurve ist ja eigentlich schon sehr tricky. Deswegen, ja, da fahre ich schon scheiße. Okay, ich mache einen Neustart. Nee, also es muss eine, ich will schon eine gute Runde haben. Sonst ist es kacke. Und die ersten Gänge sind halt echt extrem kurz. So, ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich ein bisschen stiller. So, gucken wir mal. Olala. So, eine 18963 sind wir gefahren mit dem LaFerrari Rennwagenaufbau. Ja, das war's. Natürlich muss man immer sagen, es geht natürlich noch schneller. Aber das ist halt auch das. Es muss halt einfach spontan, bam, auf die Runde halt ankommen. Natürlich habe ich auch schon angekündigt in der letzten Folge, wenn ich dann natürlich ein bisschen erfahrener auch auf dem Track bin, kann halt schon gut sein, dass die Fahrzeuge dann in den, oder die Wünsche, die dann später mal drankommen, so 20, 30 Folgen oder sowas, dass ich dann hier auch ein bisschen schneller unterwegs bin, weil ich die Strecke dann schon ein bisschen besser kenne. Aber ja, ist jetzt halt so. Aber ist trotzdem ein interessantes Duell einfach. So, das war es aber mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, der Forza-Fan 02 ist zufrieden mit dem, was ich hier aus dem LaFerrari gebaut habe. Mehr war an Einbauteilen einfach nicht möglich. Tuning gebe ich noch frei. Findet ihr dann wieder unter Twift. Das gebe ich gerade noch zum Ende noch so mehr oder weniger zum Abspann hin frei. Ich bin auf jeden Fall raus und bedanke mich fürs Einschalten. Falls euch oder dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. In der nächsten Folge von Forza Motorsport 6 wird es wieder natürlich ein Multiplayer-Special geben. Das kommt dann auch morgen raus. Und ansonsten ab nächster Woche dann geht's wieder weiter mit Forza Motorsport. Da werden wir dann in der Karriere auch mal wieder weitermachen. Ja, da haben wir ja auch noch ein bisschen was zu fahren. Aktuell noch in Staffel 3 unterwegs. Die möchten wir ja auch mal abschließen. Und genau. Und ansonsten war es das eigentlich. Ich denke mal, es wird auch mal wieder ein Schaurennen geben und natürlich auch weitere Twiff-Wünsche. Ich möchte natürlich den Wettbewerb ein bisschen anheizen und füllen. Aktuell haben wir jetzt noch keine richtige Vergleichszeit. Ne? Das Performance-Fahrzeug zum Rennwagen ist jetzt kein direkter Vergleich. Auch von der LI her sind die nicht in der gleichen Liga. Egal, das war's jetzt. Wie gesagt, falls dir die Folge gefallen hat, Däumchen nach oben wäre cool. Ich bin raus und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge von Forza Motorsport 6 wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Dein Ray.